So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe heute mal Partnerlook mit meinem Rucksack angenommen, denn erstens wollte ich zum Rucksack was erzählen und zweitens auch noch zum Feldparker, den ich hier gerade noch anhabe, das ein älteres Modell. Beide haben gemeinsam die Farbe. Beide haben auch ungefähr gemeinsam die Zeit, zu der sie wohl zum ersten Mal, so in etwa zumindest, aufgekommen sind. Und diesen kleinen Rucksack klein, das ist die offizielle Bezeichnung laut Etikett. Er wird auch gern als Jägerrucksack gehandelt oder als Kampfrucksack klein. Das hat man jeweils schon mal gehört. Oder nur als Kampfrucksack bei Truppenteilen, die einen großen Kampfrucksack gar nicht haben, war bei mir so. Also ich bin mit dem tatsächlich meine Bundeswehrzeit auch abgelaufen und habe den auch immer sehr, sehr gerne aufgehabt. Auch dann privat nach Dienstschluss, wenn man noch zum Bäcker gegangen ist, in den Supermarkt gegangen ist oder sonst wie, alles mit diesem Rucksack. Nicht genau diesem, weil wie jeder ordentliche Soldat habe ich natürlich meine Ausrüstung nach dem Ende meiner Bundeswehrzeit abgeben müssen. Fast alles. Leider hatte ich mein Taschenmesser verloren. Musste ich dann bezahlen für Nachschub und komischerweise ist mein Taschenmesser dann irgendwann wieder aufgetaucht, nachdem ich schon längst ausgeschieden war aus dem aktiven Dienst, und drum habe ich noch mein Original-Taschenmesser. Ansonsten habe ich noch eine Originalausrüstung aus meiner Bundeswehrzeit, das, was jeder eben mit nach Hause bekommt. Das wären, zumindest zu meiner Zeit, ich bin 2008 ausgeschieden, und habe 2007 angefangen. Ja, so lange geht das ja nicht. Und was habe ich mitbekommen? Ich habe 4 T-Shirts mitgekriegt. Die T-Shirts, sie sind inzwischen nicht mehr, sage ich mal, sie sind inzwischen etwas körperbetont. Aber davon abgesehen sind die noch top. Ja, also BW Original T-Shirt seit 2007 ganz oft getragen, ganz, ganz oft. Also in meiner Dienstzeit sowieso nichts anderes. Danach noch ganz, 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 ganz oft angehabt. Eins hat inzwischen hier oben, hier, da ein kleines Löchlein. Ein weiteres hat unten am Bund ein winziges Löchlein. Fertig. Das war's. Ansonsten sind die noch tipptopp in Ordnung. Extrem dicht gewebte, super haltbare Baumwolle, qualitativ tipptopp. Bundeswehrsocken, 4 Stück, so lange fast schon Kniestrümpfe, olivgrün. Alle noch gut, alle noch kein Loch, alle getragen seit 2007. Ja? Also wirklich bis heute, wir schreiben das Jahr 2020, die sind noch gut. Das sind Schurwollsocken, mir ist da nie irgendwie die Motte dran gekommen oder sonst wie. Vielleicht ist da noch ein kleiner Kunststoffanteil drin. Ich weiß es nicht, aber die sind echt noch gut. Ich kann die noch anziehen. Ja? Sind nicht die wärmsten, sind nicht die besten Trekking-Socken aller Zeiten, aber die sind unzerstörbar. Und das sind nur zwei Beispiele, was eben die Original-Militärausrüstung auszeichnet. Sie ist nicht unbedingt leicht, sie ist nicht unbedingt die beste Möglichkeit, wenn man Trekking machen möchte, aber sie ist mit Sicherheit die nachhaltigste Ausrüstung, die man so kaufen kann im Sinne von Langlebigkeit. Nicht unbedingt im Sinne von mitproduziertem Material. Also du kriegst ja heutzutage auch Bio-Kunststoff, Klamotten, Sachen, die aus zertifizierter Wolle vom glücklichen Schaf sind und was weiß ich was alles, was man da heutzutage alles kaufen kann. Das ist natürlich schon mal super, weil das ist ja schon gleich recht nachhaltig, wenn man es kauft. Ja? Aber andererseits, die werden bestimmt nicht unter nachhaltig Bedingungen produziert worden sein, die alten Bundeswehrausrüstungsgegenstände. Aber dadurch, dass die unzerstörbar sind, irgendwann ist dann auch gut. Ja? Irgendwann ist der Ressourceneinsatz, der für so einen Rucksack notwendig war, über 30 Jahre oder was, dann gleicht sich das schon langsam mal aus. Ja? In diesem Fall sind es leider noch nicht 30 Jahre, aber wenn ich mir jetzt eben meine entsprechenden Socken, das sind auch noch nicht 30 Jahre, aber trotzdem über eine unglaublich lange Nutzungsperiode, irgendwann gleicht sich das aus. Das habe ich noch mitbekommen, für diejenigen, die das nicht wissen. Standardausrüstung, die der Soldat mit heimkriegt. Ein paar Hallensportschuhe waren es bei mir. Die sind für den Eimer. Ich habe sie zwar noch. Warum, weiß ich nicht. Ich wollte sie einfach aufheben. Theoretisch sollst du die ja auch deswegen aufheben, weil es ja sein könnte, dass es zum großen Vaterländischen Krieg, ja, das heißt wirklich so, kommt und man dann nochmal eingezogen wird, bis man 42 oder sowas ist. Also selbst ich wäre noch eine Zeit lang ich bin nicht außer Dienst, ja, ich bin Reservist. Das so sagt man dann so schön, ja. Solange man noch nicht so alt ist, dass man dann irgendwann außer Dienst ist, ist man automatisch der Reserve. Also Dienstgrad der Reserve.
jetzt, mein Dienstgrad ist jetzt nichts Besonderes, ich bin bloß ein Oberobergefreiter, das ist jeder. Ja? Jeder, der bei der Bundeswehr gewesen ist und da hinterher dann seinen Wehrdienst abgerichtet hat und da wieder rausgeht, der ist Obergefreiter. Ja? Es sei denn, man ist halt noch länger geblieben, dann hat man eine Chance, noch Hauptgefreiter zu werden und alles andere ist dann schon mindestens über einjähriger Aufenthalt bei der Bundeswehr, wenn man dann nochmal einen höheren Mannschaftsdienstgrad erreichen möchte. Oder gar, man hat sich wirklich als SAZ, also Soldat auf Zeit, verpflichtet, in dem Fall, also damals, ich weiß gar nicht genau, wie das heute alles abläuft, aber damals musste man Soldat auf Zeit machen, mindestens 2 Jahre, und dann konnte man auch ein bisschen einen besseren Dienstgrad als ein Mannschafter, also der stinknormale Feldwald- und Wiesensoldat, konnte man dann auch eben entsprechend bekommen. Ja, also diese blöden Hallenschuhe. Dann gab es noch Outdoor-Sportschuhe, die waren ganz gut. Das war ein Adidas-Sportschuh. Damals, als der eben eingekauft worden ist, war der top-notch. Ja, also genau das, was zu seiner Zeit eben an gutem Gelände-Sportschuh zu haben war. Ich habe den irgendwann runtergelaufen und jetzt ist er schon seit vielen Jahren kaputt, weil einfach die Sohle, das kann man nicht unendlich haltbar machen. Dann gibt es 2 Paar Kampfstiefel. Eins habe ich primär während meiner Dienstzeit getragen, also dann auch wirklich immer, um das andere aufzusparen. Das wurde uns so empfohlen, dass wir, wenn wir Spaß mit unseren Kampfstiefeln haben, dann sollen wir doch eins für die Dienstzeit jetzt ruinieren und dann haben wir für den Rest unseres Lebens noch ein fast neues Paar, das wir dann irgendwann mal zu welchem Anlass auch immer noch mal anziehen können. Gut, inzwischen muss ich sagen, zu Bundeswehrzeit selber, ich bin mit den Dingern ganz gut zurechtgekommen. Ich hatte das Modell zu groß. Es gibt Kampfstiefel in 2 Größen. Es gibt sie zu groß und zu klein. Und ein paar haben ein Modell, das fast dazwischen liegt. Fast. Aber es ist immer ein bisschen zu groß oder ein bisschen zu klein. Ganz alte Militärweisheit. Und dadurch, dass ich zu groß hatte, hatte ich zwar wenig Druckstellen, aber halt beim vielen Laufen dann Reibungen und dadurch dann Blasen bekommen. Und aus heutiger Sicht, jetzt wo ich mir andere Schuhe leisten kann, mag ich mit dem Kammstiefel nicht mehr wirklich rumrennen. Cool sind die irgendwo, aber unglaublich umständlich. Ich weiß auch nicht, ob es da inzwischen ein Update gegeben hat. Also Kampfstiefel Version 2007. Ja, irgendwie schon witzig, aber mehr auch. Ja, ist halt ein Volllederstiefel. Grundsätzlich ist ein Lederstiefel ja schon was Angenehmes. Fußklima war immer ganz gut. Besonders warm sind die nicht. Im Gegenteil, die sollen ja auch im Sommer getragen werden können. Deswegen im Winter musst du halt dann doppelt und dreifach und vierfach Socken reinziehen, was dann nicht geht, wenn du das Modell zu klein erwischt hast. Ah, das ist nicht so einfach. Ja, jedenfalls 2 Paar Kampfstiefel. 2. Paar noch ziemlich in Ordnung. 1. Paar auch noch da, aber ich muss beide, glaube ich, nicht mehr wirklich anziehen. Ich habe es irgendwann mal vor 2 Jahren oder was, habe ich nochmal welche angezogen, einfach aus Nostalgiegründen, habe vergessen, wie man Hosengummis bedient, für die Insider, die wissen, was ein Hosengummi ist, und bin da ein bisschen mit rumgelaufen und habe festgestellt, ja, es gibt Gründe, warum nicht alle Militärausrüstung erinnerungswürdig und super toll ist. Es gibt da wirklich Gründe für. So, dann kriegt man noch einen Satz Unterwäsche, wenn man damals den Satz Unterwäsche genommen hat. Es gab 2 Möglichkeiten. Entweder man kriegt 13 Euro irgendwas, weiß nicht mehr, jedenfalls nicht viel Geld, um sich selber Unterwäsche zu kaufen. Ein Geldsatz, der nie angehoben wurde, der basiert also noch irgendwo auf den 60ern oder was, wo man sich für 13 Mark noch was, beziehungsweise für 26 Mark damals wahrscheinlich irgend sowas um den Dreh, wirklich eine nennenswerte Menge an Unterwäsche hätte kaufen können. Ohne zu Kick zu gehen, wohlgemerkt. Kick gab es da, glaube ich, noch gar nicht. Egal. Aber dieser Satz wurde eben nie angehoben und deshalb war es zu meiner Zeit dann ein lächerlich geringer Betrag, für den man sich höchstens 2 Unterhosen hätte kaufen können, wenn es gut läuft, ohne zu Kick zu gehen. Oder so ein 4er-Pack weiße Feinripp, weiß ich nicht. Stattdessen haben die sich meisten dann dafür entschieden, doch lieber den Unterwäschensatz der Bundeswehr zu nehmen. Den kriegst du dann einmal und kriegst so ein paar, auch wahrscheinlich seit den 60ern nicht mehr aktualisiert, ja, Altmännerunterwäsche, inklusive diese tollen Trägerunterhemdchen, weißes Feinripp, habe ich noch zum Teil. Manche sind auch inzwischen Fahrradlappen. Gut, was war dann noch? Dann war noch, die langen Unterhosen. Die benutze ich bis heute sehr gerne, wenn es Winter wird. Es ist eine lange Baumwollunterhose, nichts Besonderes. Oliv, gleiches Oliv wie dieses Oliv, dieses Oliv, dieses Oliv. die sind also mit Eingriff. Das klingt jetzt furchtbar unsexy, aber der ist eigentlich ganz praktisch, weil wenn man schon 2 Unterhosen anhat, dann ist so ein Eingriff. Ja, lassen wir das. Jedenfalls, was noch?
Das war's, glaube ich. Seltsamerweise, aus irgendwelchen Gründen, die sowieso keiner versteht, darf man nämlich seine Sport-T-Shirts im Blau nicht behalten, während man die normalen Olivenen schon behalten darf. Versteht kein Mensch. Ja, aber ich glaube, das müsste es mehr oder weniger gewesen sein, was man behalten darf, und alles andere muss man zurückgeben. So. Und alles andere beinhaltet, um jetzt mal zum Thema zurückzukommen, auch den Rucksack. Ja? Und je nachdem, in welchem Truppenteil man war, ich war bei der Lustwaffe, 90% Lust, 10% Waffe. Oder auch den gleichen Spruch kann man auch mit wirklich Luftwaffe machen. 90% Luft, 10% Waffe. Bei der Bundeswehr sitzen wir alle in einem Boot. Das Heer rudert, die Marine lenkt, die Luftwaffe fährt Wasserski. Und viele andere schöne Sprüche dergleichen. Also das hat immer Freude gemacht, diese diversen Sprüche grundsätzlich. Also Sprüche klopfen und Militär. Wenn man das mag, dann kann man da mal einen neunmonatigen Abenteuerurlaub, Entschuldigung, verbringen. Ja, dieser Rucksack war also der, den wir bei der Luftwaffeninfanterie gehabt haben, weil die Luftwaffeninfanterie, die ist zwar eine Infanterie, die geht aber nicht besonders viel zu Fuß. Weil man ist ja eben die Lustwaffe, ne? Und man kriecht auch nur ganz wenig durch Matsch. Also einmal ganz kurz, um es einmal gemacht zu haben, weil es im Ausbildungsplan steht, und danach muss man auch nicht mehr. Deshalb war ich eigentlich ganz froh, dass ich bei der Luftwaffe war, weil da gibt es einfach erheblich weniger, Entschuldigung, das ist jetzt ein Fachausdruck, den wahrscheinlich jetzt der Algorithmus überall nehmen wird, und dann darf ich hier wieder dieses Video wahrscheinlich zum ersten Mal, übrigens, bisher sind alle monetarisiert, ich mache zu wenig Zeug, was gegen die Community-Richtlinien verstößt auf YouTube. Egal, jedenfalls hat man das damals Dummweg genannt. Eigenname, ja. Ich möchte mich von diesem Begriff distanzieren, Entschuldigung. Ja, aber wir hatten jedenfalls, weil wir eben nicht viel zu Fuß gegangen sind und meistens irgendwo hingefahren wurden, und die Luftwaffe geht nicht zu Fuß, die fliegt ja schließlich, alles so blöde Sprüche, gab es für uns eben nur den kleinen Rucksack, was ein Glück war, weil wenn ich den damals nicht gehabt hätte, wüsste ich heute nicht, dass der toll ist. Und ich habe ihn damals halt wirklich immer für alles dabei gehabt und für alles verwendet. Wenn er dienstlich vorgeschrieben war, dann sowieso, wenn er nicht dienstlich vorgeschrieben war, dann auch, sofern man eben in der Lage war, selbstständig zu entscheiden, ob man einen Rucksack mitnimmt oder nicht. Das ist nicht immer der Fall, dass man das selbstständig entscheiden darf. Und beim Nachhausefahren am Wochenende immer den dabei gehabt, beim Wiederkommen immer den dabei gehabt. Das sowieso, man muss ja seine komplette Ausrüstung immer in der Kaserne griffbereit haben, für den Fall, dass da irgendwas ist. Das ist immer in der Grundausbildung, die ersten 3 Monate wird da wirklich drauf geguckt, dass man auch ja seinen ganzen Krempel da hat. Danach, je nachdem, wo man ist, aber bei mir wäre es niemandem aufgefallen, wenn mir irgendwas Signifikantes gefehlt hätte. Und man hätte zum Beispiel jetzt für meinen Job, ich war dann Fahrer und habe Piloten rumgefahren, Luftwaffe, ja? Und Piloten auf dem Flugplatz, teilweise Piloten vom Militärflugplatz zum zivilen Flugplatz, Franz Josef Strauß nennt sich der, ja, solche Sachen. Ja, nochmal ein paar Spezialfahrten und mit dem Wachbataillon rumgefahren und solche Sachen. Das war ganz cool. Also gibt dümmere Jobs für Wehrdienstleistende. Absolut, absolut, hatte ich Glück gehabt. Ja, was du für einen Rucksack du hinten in dein Auto schmeißt, in dein Auto, das interessiert dann auch niemanden. Eben deswegen bin ich da relativ behütet und glücklich gewesen und hatte eine schöne Zeit. Der hier jedenfalls, und jetzt kommen wir wirklich mal zur Sache, ist der Rucksack, den sie uns gegeben haben, fast. Das Ding, das kann man hier nachlesen, ist von 2003, 06-03. Hier, vielleicht könnt ihr es erkennen, wenn es dann scharf stellt, tut es wahrscheinlich nicht so richtig. Jetzt weiß ich auch nicht so genau, ob man es sieht oder nicht, aber jedenfalls steht das da drauf. So, und damals war halt gerade das vorherrschende Modell. Das Grunddesign war eigentlich immer sehr, sehr ähnlich, aber es gibt ein paar Variationen von denen, die auch heute im Handel noch zu kriegen sind, deswegen ist das wichtig. Das 2003 vorherrschende Modell war der vollständig aus Kunstfaser, das ist irgend so ein Cordura-artiges Gewebe, bestehende Rucksack. Ohne Gummileder, also ohne Bodengummi, dafür mit Deckelgummi. Also das hier ist so eine gummierte Fläche hier im Deckel. Und überall innen auch
eine gewisse Gummierung. Ja? Also die Innenseite, das ist so ein gummiartiges Gewebse. Die Außenseite, das hat mehr sowas Textiles. Das weiß nicht, ob das dafür da sein sollte, damit der Rucksack ein bisschen wasserdichter wird. Reicht nicht. Also wasserdicht ist er nicht. Er ist ziemlich wasserabweisend. Es muss schon den ganzen Tag intensiv pissen und man muss auch den ganzen Tag intensiv draußen sein, damit da nennenswerte Wassereinbrüche stattfinden. Das Außenmaterial sieht dann halt sehr nass aus, weil sich das einfach vollsaugen wird. Ja? Aber bezüglich der Wasserdichtigkeit, das sind eben die Unterschiede bei den verschiedenen Versionen dieses Rucksacks. Es gibt also welche, die haben hier unten einen PVC-Boden. Ja, der ist hier aus dem gleichen Material wie der Rest vom Rucksack auch bei mir. Die mit dem PVC-Boden, das war dafür gedacht und viele Leute fanden das unglaublich toll. Und es gibt auch viele Soldatenkameraden, die das damals ein richtig tolles Feature fanden. Meiner hatte das auch, den ich dienstlich geliefert hatte. Der hier hat es jetzt halt eben nicht. Das Schöne dabei war, man konnte den Rucksack dann auf beliebig nassen Boden abstellen und man hatte keine Sorge, dass der Inhalt irgendwie nass wird, nur weil du deinen Rucksack allein auf nassen Boden gestellt hast. Jetzt habe ich dieses PVC nicht mehr und manchmal merke ich in seltenen Fällen, wenn ich tatsächlich überhaupt nirgendwo einen trockenen Ort finde, um meinen Rucksack abzustellen, dass es mir doch fehlt. Ja? Also wer kriegen kann, die Version mit dem PVC-Boden, das schadet nicht. Ja? Dafür ist aber die Version eben mit dem ganzflächig innen gummiert schon recht regenresistent insgesamt. Es gibt nämlich auch eben die Version PVC-Boden, PVC-Deckel. Der Rest ist aus Baumwolle. Eine sehr feste Baumwolle. Das ist mit Sicherheit auch ein unglaublich robuster Rucksack. Aber es ist halt Baumwolle und was die halt nicht ist, ist besonders wasserdicht. Man kann die dann nachträglich noch einwachsen, dann ist die wasserdichter. Aber ich bin mit der Version wirklich eigentlich ganz zufrieden. Ja? Also, die Beschichtung des Deckels variiert, die Beschichtung des Bodens variiert, Gesamtmaterial variiert. Vorteil der Kunststoff. Variante, also der wahrscheinlich Cordura-artigen Gewebe-Variante, ist ganz klar das Gewicht. Der ist nämlich 300 bis 400 Gramm leichter als, also Reingewicht, als die Variante eben mit dem PVC-Boden, dem PVC-Deckel und dem ansonsten Baumwollgewebe. Das muss einem klar sein. Also hat alles Vor- und Nachteile. Ausstattung ist aber dieselbe. Die Rucksäcke sind alle gleich groß. Beziehungsweise fast dieselbe Ausstattung, sehen ungefähr so aus, ne? Und haben dann einen schönen, geraden, steifen Rücken, wenn man eine Isomatte reingeklatscht hat. Zeige ich euch gleich noch. Volumen wird immer angegeben, geschätzt 40 Liter. Das halte ich für ein bisschen sehr optimistisch. Das ist dann wahrscheinlich, wenn man die Außentaschen jeweils noch mitrechnet. Die würde ich aber nicht mitrechnen, weil mit den Außentaschen, was kann man damit machen? Man kann zum Beispiel ganz hervorragend Fliegtüt. Ganz hervorragend kann man, ich laber jetzt trotzdem, weil das Licht ist nämlich schon wieder bald weg, ein Stativ hier reinpacken. Ja, für mich ist das eine durchaus häufige Anwendung. Jetzt steht die Kamera drauf, sonst würde ich es euch ja zeigen. Aber ansonsten passt auch eine handelsübliche 1,5 Liter Flasche da ganz gut rein, geht dann aber nicht mehr zu. Eine 0,5 Liter Flasche, dann kann man es noch wunderbar zumachen. Eine Liter Flasche, dann kriegt man es noch so halbwegs zu. Mit einer 1,5, dann ist es zu viel, um zugemacht zu werden. Für die meisten Zwecke finde ich zumachen aber auch gar nicht so wichtig. Selbstverständlich kann man, wenn einem das lieber ist, in den Seitenfächern auch allen möglichen Kleinkram deponieren. Dann hat man einfach mehr Ordnung im Rucksack und kann die separat zumachen. Zu den Schnallen komme ich gleich noch. Das Gleiche auf der anderen Seite, genau dasselbe System. Einerseits ist das toll, dass man diese Außentaschen hat, auch wenn man schnell mal eben noch eine Flasche deponieren möchte. Meine Frau benutzt die auch ganz gerne als Ablage, während wir irgendwo rumlaufen und sie hat irgendwas in der Hand und beschließt, sie will es nicht mehr tragen und sieht, ich habe gerade eine freie solche Tasche. Dann landet es da drin, sofern es da irgendwie reinpasst. Die sind also auch schon ganz gerne mal mobiler Mülleimer und das ist auch völlig in Ordnung. Selbstverständlich kann man das ja so machen. Ja? Also das sind nur mal so ein paar Beispiele. Gut, aber wichtig, wenn man in der äußeren Tasche irgendwas reinkriegen möchte, was die vollständig ausfüllt, beispielsweise so eine Flasche, ja, also das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, da ist wirklich nicht mehr viel Spielraum. Da ist noch vielleicht ein Zentimeter oder was Spielraum neben der Flasche, dass eine Zentimeter mehr Durchmesserflasche würde noch reinpassen, aber dann ist auch Schluss. Und drum ist, wenn der Rucksack innen drin schon sehr ausgebeult ist, sehr aufgefüllt ist,
Und von innen drückt das hier gegen die Flasche, seht ihr? Dann beult sich die so nach außen und die Tasche teilt sich halt eben quasi den Bereich, die sie bei Füllung sich nach innen drückt, mit dem Inneren, weil sich bei Füllung da ja auch was nach außen drückt. Und damit ist bei sehr vollem Rucksack nicht mehr das gleiche Volumen in diesen Außentaschen zu erreichen, wie wenn der Rucksack halt noch relativ leer ist. Das muss man wissen, weil wenn man denkt, ja, ich stopfe den Rucksack halt voll, bis es nicht mehr geht und dann kriege ich außen noch meine 3 Liter Flüssigkeit unter, das klappt nicht. Beziehungsweise man kriegt die dann noch so halb reingestopft, meistens so mit dem Kopf voran, so in dem Stil, und dann gehen sie noch so hier bis ungefähr da rein. Das reicht auch, dass einem die nicht rausfliegen, aber so wirklich komfortabel ist das nicht und man fühlt sich auch ein bisschen doof, wenn man dann so rumrennt. Ne? Also für wen das eine Rolle spielt. So viel zu den Außentaschen. Hauptfach, ich habe den jetzt nicht speziell sauber gemacht und besonders aufgeräumt, deswegen nicht wundern. Ne? Und da liegen auch noch ein paar Kleinigkeiten drin. Aber Hauptfach ist ein riesiges Fach, Ende. Es gibt da hinten noch eine Rückentasche, aber zu der kommen wir gleich noch. Da drin gibt es keinerlei Unterteilungen, kein Molle-System, keine Extra-Täschelchen und Organisationsmöglichkeiten, was alles was wiegt, sondern schlicht und ergreifend ein großes Fach. Wenn man Organisation haben, dann kann man hier sich so einen Fotokoffer kaufen und der hat dann Organisation und den macht man dann da rein, dann hat man auch Organisation, ja? Und wenn man keine Organisation haben will, weil man da eh nur einen Schlafsack und 2 Flaschen zu trinken und eine Isomatte reinwerfen möchte, dann kann man das auch tun und dann sind die komischen kleinen Taschen auch nicht im Weg. Ich persönlich finde das besser, ja? Jedem das seine. Ich weiß, es gibt Leute, die finden ganz viele kleine putzelige Täschchen und hier noch ein Laschelchen und da kann man noch was festmachen und hier ist Molle, 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 Molle. Finden viele ganz, ganz toll. Ist auch in Ordnung. Ja. Ich nicht. Ich wirklich nicht. Ich mag dieses Reinwerfen und gut ist Konzept. Das spart mir so viel Zeit beim Rucksackpacken, weil ich oft ganz verschiedene Dinge mitnehme und dann will ich nicht jetzt noch eine Tasche ranfädeln, in der jetzt mal das eine Set drin ist. Dann nochmal eine Tasche dranpacken, in der das andere Set ist. Nur ich nehme einfach die Dinge, die ich brauche, werfe sie da rein, nehme den Rucksack, schmeiße mich auf den Rücken und gehe los. Fertig. Angelegenheit von, selbst bei mir und ich bin langsam, 2 Minuten. Also deswegen, ich brauche das nicht. Ich brauche das wirklich nicht. So, dann haben wir schon gesagt, das Innere ist eben mit dieser leichten Gummierung ausgestattet. Nicht 100% wasserdicht, wasserabweisend. Allemal, es dauert also wirklich lange, bis in dem Rucksack richtig was nass wird. Es geht schneller, wenn man ihn in eine Pfütze reinstellt. Ja. Dadurch eben der PVC-Boden, die Rucksackversion mit dem PVC-Boden, durchaus ihre Daseinsberechtigung. So, das Coole ist jetzt, hier oben können wir den mit dieser Strippe entsprechend zuziehen, ja? Und damit ist er quasi, und das mag ich auch so gerne an diesem Rucksack, er ist quasi ein klassischer Sack mit noch 2 außen aufgenähten Extrataschen, aber ansonsten ist das einfach ein Sack. Und wenn er jetzt keine Rückenversteifung hätte, und das hat er standardmäßig auch gar nicht, dann wäre er erst recht ein einfacher Sack. Denn wenn man das da rausnimmt, dann, ja, seht ihr? Ja, dann kann ich den jetzt im Grunde auch wirklich zu beliebiger Form zusammenknödeln und in einen anderen Rucksack reinpacken. Geht alles, ist wirklich nur ein Sack. Ja, der Rücken ist dann auch gar nicht mehr versteift. Das Einzige, was noch an Versteifungselement vorhanden ist, ist hier oben einmal dieser aus sehr dichtem, das ist so ähnlich wie der Bundeswehrkoppel, der Gürtel, aus so einem sehr, sehr dichten Gewebsel, das sehr, sehr verwindungssteif ist, gibt es hier oben nochmal diesen Einstabilisierungsrahmen. Der ist auch wichtig, weil sonst würde das an der Schulter auch noch irgendwie zusammensacken. Man kann das mit Gewalt zwar trotzdem immer noch zusammendrücken, aber die zusätzliche Stabilisierung sorgt dafür, dass man den Rucksack natürlich auch so als simplen Sack sich mal eben auf den Rücken werfen kann und damit dann losmarschieren kann. Für die Isomatte, die zwar nicht im Lieferumfang enthalten ist, das ist ja auch ein gebrauchter Militärartikel, der hat keinen Lieferumfang, nicht wirklich, gibt es eben hier hinten noch dieses Extrafach. Manche Leute behaupten auch, das wäre ein Trinkblasenfach. Das ist kein Trinkblasenfach. Das ist gedacht, schon immer gewesen, von denjenigen, die das Ding erfunden haben, als Fach für die BW-Falt-Mehrzweckmatte. Oder ich glaube, Mehrzweckmatte haben wir sie immer genannt.
die da einmal dient als Unterlage, wenn man irgendwo sich nicht in den Matsch werfen möchte, um gut schießen zu können. Die da dient, um ja eben wirklich irgendwelche Schützenstellungen zu bauen. Und ja, es ist meistens ein bisschen ein Krampf, bis man die da wieder drin hat. Das ist so. Ja, also das ist eine gewisse Fummlerei und das wird umso schlimmer, je voller der Rucksack ist. Will man also gemütlich da sitzen, nimmt das hier als Sitzunterlage, was ich eigentlich bei fast jedem Video tue, heute ausnahmsweise mal nicht, aus nachvollziehbaren Gründen. Nimmt das als Sitzunterlage, sitzt dann noch gemütlich da, packt all den anderen Krempel, den man hat, schon wieder in den Rucksack und dann fällt einem ein, scheiße, man muss ja noch die Sitzunterlage reinmachen, das ist ein bisschen krampfig. Ja? Das ist also definitiv ein Nachteil. Andererseits, man hat, wenn man diesen Rucksack dabei hat, auch immer eine Sitzunterlage dabei. Die Bundeswehr Mehrzweck-Falt-Isomatte, wer die nicht kennt, das ist eine lange Isomatte, einmal entweder so breit oder so breit. Und da passt eine Person eigentlich ganz gemütlich drauf. Man kann auch zu zweit gut drauf hocken. Isomatte insofern, dass sie ein bisschen isoliert. Als dickes Sitzpolster kann es beliebig kalt sein. Man kriegt niemals einen kalten Hintern. Also das schützt vor egal welcher Temperatur. Halbiert, nicht mehr ganz so. Nochmal halbiert, noch ein bisschen weniger. Und auf eine Lage reduziert, ganz ehrlich, das ist mehr ein Dreckschutz, als dass das irgendwie, ja, also ein bisschen schon noch. Es ist schon nicht so, als man merkt einen Unterschied, ob man jetzt drauf liegt oder ob man nicht drauf liegt. Aber zum Schlafen vergesst es. Also rein von der Isolationswirkung her. Das hat irgendwie einen R-Wert von 0,4 oder sowas, dieses Ding offiziell, hat mal jemand gemessen. Komfort ohnehin auch gar nicht vorhanden, aber sie ist wasserdicht, das ist geschlossener Schaum. Bedeutet, wenn man sie drin hat im Rucksack, dann ist der von hinten sowieso erstmal wasserdicht. Und das ist dann wichtig, wenn man ihn voll schweißt, kommen wir noch zu. Und sie ist dahingehend auch noch praktisch eben wasserdicht als Sitzunterlage, auch nicht verkehrt. Wasserdicht als mal eben irgendwo hinlegen, wenn es gerade irgendwo schön ist, auch nicht verkehrt. Was ich auch ganz gerne mal mache, wenn es wirklich irgendwo schön ist, dann nehme ich das Ding raus, breite es mir halt wirklich auf voller Größe aus und lege mich einfach gemütlich mal in den Wald. Im Sommer kann man das machen. Und man muss ja auch nicht die ganze Nacht liegen auf dem Teil, sondern einfach wirklich mal für ein Stündchen im Wald rumliegen. Da ist das toll. Das ist ganz ideal. Und dafür reicht die auch vollkommen aus. Man soll halt nur nicht denken, man braucht nie wieder eine normale, richtige Schlafisomatte mitnehmen, weil man im Rucksack ja immer dieses kleine Ding hinten drin hat. Die ist schon bei diversen meiner kleinen Survival-Trainings zum Nach- und Besser-Machen zum Einsatz gekommen und vielleicht hat man sie da schon das ein oder andere Mal gesehen, aber ich denke, die werden viele Leute sowieso kennen. Ein unglaublich praktischer, vielfältiger Ausrüstungsgegenstand. Man kann sie auch als Windschutz für den Kocher verwenden, man kann sie als Windschutz für ein Lagerfeuer verwenden, man kann sie sich als Windschutz auch hinten um die Nieren legen, wenn man zum Beispiel ein zu kurzes Kleidungsstück am Oberkörper hat und es weht einem der Wind dauernd hinten unters Pullover, T-Shirt, was auch immer. Das sind so mögliche Anwendungen. Man kann damit super jemandem Luft zufächeln, jemandem oder dem Feuer. Also ein ganz, ganz tolle Zusatzfunktion meiner Meinung nach. Ach so, wahrscheinlich sind jetzt deswegen so viele Hubschrauber und da hinten auch noch Tatütata unterwegs, weil tatsächlich irgendwo was passiert ist. Ja, ich weiß es nicht. Einen kleinen Vorteil hat das Fach, wo die Isomatte drin ist, außerdem auch noch, weil das ist schon noch ein bisschen locker. Das ist jetzt also nicht so, dass die Isomatte das 100% ausfüllt. Seht ihr, da ist noch ein bisschen Platz. Und das kann man dann schon noch nutzen, wenn man flache Dinge, die ungefähr DIN A4 Format haben, wenn nicht sogar wirklich DIN A4 Format, in diesem Rucksack faltenfrei zu transportieren. Auf gut Deutsch, du kriegst da einen Ordner, ein Heft, ein Buch, alles in diesem Format kriegst du da wunderbar eben in dem zusätzlichen Rückenfach mit zusammen mit der Isomatte entsprechend unter. Will man verschiedene Blätter Papier mitnehmen und hat eine noch nicht dreckige Isomatte, meine ist eigentlich immer dreckig, aber sollte man eine haben, die nicht dreckig ist, dann hat man hier sogar noch eine Möglichkeit, verschiedene Dokumente geordnet unterzubringen. Ne? Also es ist ein integrierter Ordner für Text, Dokumente und Ähnliches in die
diesen Rucksack quasi integriert. Ja, das hat wahrscheinlich niemand beabsichtigt, aber es ist eine Funktion, die ich schon ganz oft genutzt habe und die ich persönlich wirklich sehr, sehr praktisch finde, auch gerade jetzt für irgendwelche Behördengänge oder sonst wie. Ich habe da schon wichtigste Dokumente in dann meistens einer Klarsichtfolie noch auf diesem Wege transportiert. 100% falten und knickfrei. Ja? Da passiert gar nichts. In der Isomatte eingepackt, kann wirklich nicht, kann nichts passieren. So, ja, das war der Innenraum. Zum Volumen. Dadurch, dass man den hier so sackartig zumachen kann, hat man eine tolle Möglichkeit. Nämlich, das muss ich euch jetzt mal vormachen, ich bitte um Entschuldigung, das erfordert ein wenig Ablegen von Textilien, weil ich zu wenig Material dabei habe, um sonst den Rucksack so richtig voll zu kriegen, wenn ich nicht meinen Parka da jetzt noch reinstopfe. Ein Parka ist durchaus gedacht, um genau in diesen Rucksack reingestopft zu werden. Es ist ja kein Zufall, dass das beides die gleiche Farbe hat. Ne? So, nein, ich mache keine Stilwerbung. Beziehungsweise das T-Shirt ist 20 Jahre oder 5, noch älter. Also es war eine günstige Anschaffung von Stiel, dass die da tatsächlich da. Aber ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Kettensägenmarke ist oder nicht. Ich bediene keine Kettensägen, deswegen möchte ich mich davon distanzieren, dass Stiel irgendwie besser wäre als Husqvarna oder die anderen unbedeutenden Dritthersteller, die da auch noch eine Rolle spielen könnten. So, jetzt unten. Vollgestopft. Hier alles schön voll. Man sieht hier so einen Knick. Das ist kein Zufall, weil bis dahin ist er voll. Ja, einfach nur, damit wir mal so ein ungefähres Gefühl haben. Ein BW-Parker mit innen Flauschi, mit Futter, so heißt das, wiegt circa 2 Kilo, hat ein enormes Volumen und man kann den auch nicht weiter komprimieren. Damit kann man sich ungefähr vorstellen, der halbe Rucksack reicht wohl für die allermeisten handelsüblichen Schlafsäcke vom Volumen her aus. Dann ist der halbe Rucksack voll für die allermeisten handelsüblichen Schlafsäcke. Ein Winterschlafsack braucht ein bisschen mehr Platz und Kunstfaserdaune, je nachdem, mehr oder weniger. Ich kriege in diesen Rucksack mit meinem Daunenschlafsack problemlos eine Übernachtungsausrüstung inklusive 2 Tage Essen, alles in dem Rucksack problemlos unter, gar kein Problem, heutzutage. Ach, früher wäre das auch nochmal anders gewesen, aber das geht. So, machen wir spaßeshalber hier noch einen Fotokoffer dazu, damit wir eben eine Vorstellung haben, was da alles so reinpasst. Der passt hier natürlich ganz wunderbar so rum rein. Das machen wir jetzt spaßeshalber auch mal. Aber, ja, ich weiß, ihr könnt das nicht sehen. Sekunde. Jetzt. Aber dann guckt halt ein Stückchen oben raus. Das macht aber gar nichts, weil wir können Dinge, die oben rausgucken, das ist auch, das mache ich so oft, das ist wirklich wichtig. Also für Leute, die jetzt keine Ahnung von Rucksäcken haben und wirklich den einen Rucksack fürs Leben suchen, das könnte ja sein. Also meiner Meinung nach, für mich ist es der eine Rucksack fürs Leben. Ich habe noch andere, weil ich andere Bedürfnisse manchmal habe, ja. Aber wenn es einen Rucksack gibt, der Rucksack fürs Leben ist, dann ist es der. Und eben, beliebig großen Gegenstand reinstopfen, der guckt dann oben raus, aber man kann ihn fixieren, indem man eben die Strippe anzieht. Und jetzt kommt diese schöne große Lasche zum Vorschein. Denn diese Lasche muss man nicht bis ganz unten runterziehen. Es reicht, wenn die Lasche so halbwegs drüber ist. Dann soll es halt nach Möglichkeit nicht regnen. Denn alles, was man noch einigermaßen zwischen Lasche und Rucksack, egal wie voll der ist, noch dazwischen bekommt, ein Regenschirm, nochmal ein Stativ, egal wie fett das ist, was man da reinpackt, solange es dann noch einigermaßen drunter passt, sind die Riemen hier lang genug, dass man das auf jeden Fall noch zubekommen kann. Und wenn man dann da noch schön Spannung drauf kriegt, die Riemenlänge entsprechend einstellt, dann kann man hier eigentlich beliebigen Gegenstand, ich habe nicht noch mehr, Moment. Ja, machen wir nochmal lose. Ja, da kann man dann also quasi beliebigen Gegenstand problemlos, das mache ich natürlich dumme Geräusche, aber problemlos noch drunter schnallen. Und dann macht man hier zu und dann ist da Spannung drauf und dann kann man da auch nichts verlieren. Ne? Und damit hat der Rucksack, also mal abgesehen von seinem normalen Volumen, noch enorme Möglichkeiten, unterm Deckel zusätzliches Schlafsäcke, Decken, Jacken, Textilienmaterial, das sind so die Hauptsachen, die ich da meistens unterbringe, kann man da noch jede Menge drin unterkriegen. Also drunter unterkriegen, unterm Deckel. So. Optional, also standardmäßig, im Lieferumfang enthalten, das muss ich mit beeilen, weil langsam wird mir kalt, sind hier diese
D-Ringe? D-Ringe heißen die. 4 D-Ringe hier oben an den, diesen Laschen. Ja? Ich habe mir an den D-Ringen hier nochmal zusätzlich, also habe ich mal geschenkt bekommen, herzlichen Dank. Du siehst sie ja häufiger, wenn du jedes Mal wenn du meinen Rucksack siehst. Habe ich noch so extra Läschelchen bekommen und kann die hier relativ weit aufmachen, wenn das dann sein muss. Und habe dann die Möglichkeit, hier halt eben nochmal zusätzlich Material, ich mache das jetzt nicht ganz auf, aber nochmal Material drunter zu kriegen und quasi unter denen zu verpacken und kann mir dann auf dem Deckel, also unter dem Deckel eine fette Jacke, auf dem Deckel nochmal ein Tarp beispielsweise mit den Dingern festmachen und damit kann man das Volumen an unterkriegbarem Zeug von diesem Rucksack noch massiv erhöhen. Ich habe auch schon Leute gesehen, die sich an den D-Ringen dann noch einen riesigen Schlafsack oben drauf gepackt haben, also dass der wirklich dann so hoch ist, ein Winterschlafsack oder sonst wie, geht auch, ist überhaupt kein Problem, kann man machen. Ja, der schwingt dann ein bisschen hin und her, allzu toll fixiert kriegt man den nicht, aber das geht alles. Also man kriegt wirklich, was man braucht, wenn es nicht um super lange Wanderungen gehen soll und einem Effizienz jetzt gerade mal nicht so wichtig ist, dann ist es auf jeden Fall möglich, mit diesem Rucksack nahezu alles zu transportieren, was man irgendwie von A nach B bekommen möchte, was noch halbwegs Sinn macht zu transportieren, muss man dazu sagen. Ja. Es passt übrigens vom Volumen her für diejenigen, die das interessant finden, habe ich lange, lange Jahre so gemacht, ein Sixpack 1,5 Liter Flaschen rein, ja? Also 9 Liter zum Beispiel ein schwarzes Getränk. Kann man hier problemlos unterkriegen und hat dann meistens auch noch genügend Platz für einen Ein-Personen-Haushalt für 3-4 Tage, so einen mittleren Wocheneinkauf. Also für eine halbe bis eine Zweidrittelwoche. Irgendwie sowas um den Dreh kriegt man dann schon auch noch unter. Und allerschlimmsten Fall steckst du noch 2 Sachen in die Hosentasche und machst dann hier oben drauf halt noch ein Toastbrot. Auch das ist durchaus ein Erfahrungswert. Ja, ein Toastbrot. War da schon häufiger drauf. So, jetzt muss ich aber meine Jacke wieder anziehen. Okay, also, großer Vorteil, das waren jetzt im Wesentlichen die Funktionen. Was kann der noch? Das war's. Großer Vorteil ist für mich auch immer die Langlebigkeit. Das ist der Grund, das Ding, es ist nicht kaputt zu kriegen. Es ist völlig unmöglich, das ist ein Rucksack fürs Leben. Den kann ich wahrscheinlich dann auch noch irgendwann vererben. Allerschlimmstenfalls, wenn irgendwas kaputt geht, dann diese Innentasche hier für die Isomatte. Das, aber dafür beherrsche selbst ich genügend Textilverarbeitungskenntnisse, um sowas reparieren zu können. Das kommt ja auch noch erschwerend dazu. Also wenn es nicht schön sein soll, sondern einfach nur funktional und man den Rucksack einfach gern hat, weil man ihn gern hat, dann kann man da alles reparieren, was da jemals kaputt gehen könnte. Wir haben noch nicht über das Tragesystem gesprochen. Das Tragesystem besteht aus 2 Komponenten. Es gibt einen Handgriff und es gibt 2 Schultergriffe. Fertig. Schulterriemen, Schultergurte, ich glaube schon. Egal. Die sind schön weich gepolstert. Also beziehungsweise das ist so ein, ich habe keine Ahnung, woraus die genau bestehen. Ich habe sie noch nicht aufgeschnitten. Fühlt sich an wie ein sehr fester Kunststoff. Sowas Gummiartiges, irgendwie sowas in die Richtung, gibt leicht nach. Ist sehr angenehm zu tragen. Abstand zwischen den Schultern ist halt so, wie er ist. Verstellen kann man hier die Länge und da die Länge. Ende. Also simpel. So, trotzdem bin ich der Meinung, also für mich persönlich, ist das ein unglaublich angenehm, weil simpel zu tragender Rucksack. Wir haben eine große Rückenplatte. Ja, da sind keine Belüftungsrillen, da ist kein fancy, spezial anatomisch vorgeformtes Schieß-mich-tot-Kissen, da ist gar nichts, das ist einfach eine Platte. So, wenn man zu den Menschen gehört, die einen vorwiegend platten Rücken haben, und das ist bei uns Menschen so, dann schmiegt sich dieser Rucksack wunderbar der Form unseres Rückens an und durch die große Auflagefläche verteilt sich das Gewicht auch sehr gut auf dem Rücken. Also man trägt einen Großteil des Gewichts einfach dadurch, dass das an den Rücken gepresst wird und dann weniger nach unten zieht, damit, dass es an den Rücken gepresst wird. Ist insbesondere dann wichtig, wenn man leicht gebeugt zum Beispiel einen sehr steilen Berg hochläuft, dann merkst du den Rucksack deutlich weniger, wenn du dich ein bisschen nach vorne beugst, an den Schultern hängend, und mehr auf dem Rücken, mehr stabilisierend, und dann stört er auch überhaupt nicht. Und ich habe den schon wirklich teilweise mit viel, 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 viel Gewicht beladen. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel man da theoretisch reinpacken kann. Wahrscheinlich kannst du Steine reinwerfen, der geht dir immer noch nicht kaputt.
aber 15 Kilo, gar kein Problem. In so einem kleinen Rucksack 15 Kilo ohne Hüftgurt zu transportieren, wäre doof. Ja, da wird man nicht froh. Das kann man, da ist kein Rucksack noch so toll sein, aber kaputt geht er davon jedenfalls nicht. So, jedenfalls nicht meiner. Es sieht so aus, als sei er hier nur mit ein bisschen Naht festgemacht. Und das stimmt auch, aber der ist dann noch später drinnen auch nochmal entsprechend vernäht. Aber aus irgendwelchen Gründen, auch wenn das nicht so stabil aussieht, hält dieses, das ist übrigens ein Baumwollgewebe, also hier, das ist Baumwolle, das da. Das hält bombensicher. Das ist völlig egal, was man da reinwirft und wie lange man mit dem rumläuft. Das hebt und hebt und hebt Verschleißspuren nach meinen 5 Jahren der Nutzung. Was der davor durchgemacht hat, das weiß ich ja gar nicht, aber der wird da auch einiges durchgemacht haben. Ja? Aber nach meinen 5 Jahren Verschleißspuren am Tragesystem hier an den Schultergurten nicht. Gibt's nicht. Ne? Nicht vorhanden. Also wirklich nichts. Das ist super, super gut. Das flächige Aufliegen auf dem Rücken. Wie gesagt, das kann man mögen. Es schmiegt sich halt sehr schön dem Rücken an. Das ist erstaunlich bequem. Meine Frau denkt immer, den ziehe ich nicht, den kann man ja nicht tragen und so weiter. Also beziehungsweise hat sie lange gedacht, bis sie irgendwann mal notgedrungen mal eben den Rucksack nehmen musste. Und sie war völlig total überrascht und hatte niemals damit gerechnet, wie bequem der eigentlich ist. Ne? Inzwischen weiß ich es. Ja, simpel. Weniger ist mehr. Absolut. In diesem Fall absolut. Natürlich nichts gegen Hightech-Rucksäcke, ich besitze ja auch selber welche und das ist auch alles super und die haben alle ihre Daseinsberechtigung, je nachdem was man vorhat, dann will man auch vielleicht lieber einen Hightech-Rucksack als dieses Ding haben. Aber für Tagestouren, wenn ich nicht wirklich, also ich bin auch schon 6, 7, 8 Stunden mit dem Teil auf dem Rücken rumgelaufen und ich habe ihn immer noch nicht, ich hatte nie das Gefühl, den falschen Rucksack dabei zu haben. Also es sei denn, er ist super ultra schwer, dann fehlt halt irgendwann schon der Hüftgurt. Apropos Hüftgurt, es gibt hier theoretisch, das benutze ich so gut wie nie, theoretisch gibt es hier noch eine Strippe, die hat hier so eine Schließe, dann gibt es auf der anderen Seite, wie gesagt, benutze ich so gut wie nie, muss ich erstmal finden, ja, wo ist sie denn? Da ist sie. Da gibt es auch noch mal so eine, hier sind die Strippen und dann kann man sich die dann auch eben entsprechend so um den Bauch machen. Und wenn man das ein bisschen anzieht, dann hat man schon auch eine gewisse Gewichtsübertragung auf den unteren Rücken, sage ich jetzt mal. Aber der Rucksack ist ja nicht besonders lang. Bei mir als große Person hängt der, also äquivalent der Wirbel, der so 2 Wirbel über dem Bauchnabel irgendwie auch schon aufhört. Also der hängt bei mir wirklich im Kreuz und ich mag das auch so und ich ziehe ihn mir auch immer so fest an, dass das hier quasi eine gerade Linie gibt, wenn ich ihn aufhabe. Also so. Ja, so in etwa. Und so hoch, das sieht man ja, hängt der dann auch entsprechend. Ob man das jetzt optisch völlig bescheuert findet, ich weiß noch zu Schulzeiten, ich habe meine Rucksäcke schon immer so getragen. Also wenn ich die Möglichkeit hatte, meinen Rucksack so einzustellen, dass er mir oben im Kreuz hängt, dann habe ich das immer so gemacht. Zu Schulzeiten war es aber total in, dass der Rucksack einem Mitte schön auf dem Arsch aufliegen soll. So ein Eastpack, wer das zufällig kennt. Grauenvoll, habe ich nie einen besessen, fand ich immer scheiße. Egal, jedenfalls, mussten unbedingt auf dem Arsch aufliegen, da hinten so ganz schlaksig und locker rumbaumeln. Wer wirklich einen Rucksack anhat, um damit rumzulaufen und damit wirklich Dinge zu transportieren und nicht um cool auszusehen, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, das ist so eine, von der Dynamik, der Bewegungsdynamik, wenn der Rucksack da so rumschlackert, grauenvoll. Deswegen mag ich auch keine Umhängetaschen und sonstiges. Also wer das mag, okay, kein Problem. Aber ich will nicht, dass mein Gepäck rumschlackert. Das soll sitzen, fest, fertig. Ja? Und deswegen, ich persönlich mag das. Wie gesagt, wer anders darüber denkt, Leute sind individuell verschieden, ist ja überhaupt kein Problem. Kann ja jeder gerne, wie er möchte. Ja, also eben dieser Bauchgurt, ich benutze ihn so gut wie nie. Wenn ich mal rennen muss und den Rucksack aufhabe und ich weiß, ich muss länger rennen, weil ich weiß, der Zug ist noch weit weg, auf den ich will, dann mache ich den mal zu, weil dann schwingt der halt weniger hin und her. Aber das ist auch schon der einzige Grund, weshalb ich den dann hin und wieder mal benutze. Und meine Frau hält sich da ganz gerne fest, wenn sie den Berg hochgezogen werden möchte. Ja, kommt hin und wieder mal vor. Kommt bei mir aber auch vor. Leider hat sie keinen praktischen Griff, wo ich mich festhalten könnte. Also von daher. Ja, wie gesagt, unzerstörbar. Das einzige Verschleiß,
Merkmal. Ja, also alle Nähte, wirklich alle, ausnahmslos. Ich würde sie euch ja zeigen, aber es macht keinen Sinn, weil sie sind alle noch wunderbar. Das einzige Ding, was langsam abgeht, ist dieses Etikett. Ja, ne? Das ist das Einzige. Fertig. Ja? Und auf das Etikett kann ich jetzt wirklich verzichten. Das ist auch nur einmal locker dran genäht, weil es ist ein Etikett. Hat wohl niemanden groß gekümmert, dass das super, super sitzen soll. Es ist natürlich ein Zeichen dafür, dass es sich um Original-Bundeswehrausrüstung handelt, weil diese Etiketten mit diesen kryptischen Zahlencodes und den namenhaften Herstellern, die man kennt, wenn man sich mit BW-Ausrüstung ein bisschen auseinandersetzt, ist immer ein Zeichen für Echtheit, in Anführungszeichen. Also das war wirklich mal von im Dienst stehenden jungen 18-jährigen Pupsis zum Kriegsspielen durch die Landschaft getragen worden. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich so sagen. Ja, ich meine, wir hatten da alle eine schöne Zeit, die wir da gewesen sind. Also die meisten von uns, denke ich. Ich glaube, die allermeisten, die da gewesen sind, bereuen es hinterher wenig. Aber, ja, was waren wir da? Wir waren da 18-jährige Pupsis. Oder in meinem Fall war ich schon 20. Ich habe mich lang genug drum rumgedrückt. Aber oder was war ich? 21 sogar. Ja, 21. Wow. Ja, lange Rede, wird niemanden überraschen, zu einem, wie ich finde, wirklich großartigen Rucksack. Es gibt sie nach wie vor gebraucht in verschiedenen Versionen. Die habe ich jetzt in letzter Zeit nicht gefunden. Ich habe eben mal eine kleine Internetrecherche gemacht. Was es gab, war eben die Segeltuch-PVC-Boden-Version. Die ist mit Sicherheit ähnlich robust. Und die hatte ich ja auch zu Bundeswehrzeiten im Einsatz. Und da war ich auch super zufrieden mit. Also ganz ehrlich, hat beides Vor- und Nachteile. Hier ist der große Vorteil das Gewicht, bei der anderen Version der unzerstörbare Boden, dass man ihn in Pfützen stellen kann und solche Späße. Ist schon auch richtig praktisch. Ja. Jo, Ausrüstung für immer. Und das Tolle ist, wenn man sich die Originalteile gebraucht kauft, dann ist halt der Faktor Nachhaltigkeit echt auch ein Thema. Ja, man kann biologisch mit Öko-Baumwolle genähtes von glücklichen Kindern, von gut bezahlten Erwachsenen zusammengenähtes Zeug eben entsprechend kaufen. Das ist auch nachhaltig, ja, und das ist auch ökotechnisch, ist das ganz toll, und klar kann man da viel Gutes tun, wenn man so ein Zeug kauft, ja. Aber ein wirklich schon altes Produkt, gebraucht, von vielen Leuten gebraucht, nochmal gebraucht kaufen und dann selber nochmal 20 bis 45 Jahre mindestens verwenden. Das ist halt auch sehr, 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 sehr nachhaltig. Ja? Das ist die andere Alternative. Entweder du kaufst dir gleich was Fancy-mäßiges, Modernes, mit umweltschonenden Methoden hergestellt, oder nimmst was bestimmt nicht mit umweltschonenden Methoden hergestellt, aber einfach so alt, dass auf die Jahre der Nutzung nur noch ein so winzig kleiner Umweltbelastungspunkt fällt, dass man es Man sollte es nicht ignorieren, man sollte schon wissen, dass es den gegeben hat. Aber dass es dann wirklich in Ordnung ist, würde ich jetzt sagen. Ja? So, Licht schon wieder weg, Schweinerei. Das ist der Haken, so Spätherbst, früherer Winter, Lichtsituation, grauenvoll. Ja? Es ist 20 vor 5 und ihr seht mich auch nur noch deswegen, weil ich inzwischen ein halbwegs lichtstarkes Objektiv habe, sonst könnte ich ja schon gar nicht mehr filmen. Also vor 10 Minuten hätte ich normalerweise wegen Autofokusversagen aufhören dürfen, aber ja, moderne Technik macht es besser. Ändert aber nichts dran, dass es in 10 Minuten dann trotzdem so dunkel ist, dass man gar nichts mehr sieht. Also macht's gut, bedanke mich, und wenn ihr auch so einen Teil habt, lasst mich's wissen, was ihr davon denkt, und dann können wir große Rucksack-Bruderschaft schließen. Egal, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.